Willkommen zurück zu Die 10 mit dem Platz Nummer 1 der verrücktesten Skandalbands. Natürlich ist so eine Top 10 auch immer ein bisschen subjektiv. Was der eine schon für skandalös hält, ist für den anderen noch völlig normal. Der sich dann wiederum über etwas aufregt, was den ersten total kalt lässt. Aber der größte gemeinsame Nenner in so einer Diskussion, der hat einen Namen. Hier ist die Bloodhound Gang. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Ja, wehe, wenn die Bloodhound Gang losgelassen. Egal ob auf oder hinter der Bühne. Auf den ersten Blick eine Band, aber in Wirklichkeit 5 wandelnde Skandale. Also die Bloodhound Gang ist sowas von komplett durchgedreht. Die sind völlig gaga. Da kann sich so manch ein anderer Rocker, glaube ich, eine Scheibe von abschneiden. Ich weiß dazu Geschichten wie Hotelzimmer zertrümmern und auf der Bühne urinieren und so. Und in die Bühne, in den Zuschauerraum kotzen und sowas. Die sollten mal zum Psychiater allesamt gehen. Würden sie ja gerne. Nur beim Psychiater muss man manchmal im Wartezimmer warten. Und warten können die ganz schlecht. Warten, warten. Immer muss ich irgendwo warten. Ja, und wie vertreibt man sich das Warten? Als Rocker halt so. The roof is on fire. Bei der Nils Rufshow hat die Bloodhound Gang ja den Backstage-Bereich zertöppert, zerstört, vandaliert. Wünscht mir solche Gäste? Ich wünsche mir solche Gäste nicht. Finde ich eigentlich ganz geil, weil Nils Ruf hat mich ausgeladen. Da können die ruhig noch dreimal hingehen und von mir aus die ganze Bühne an den Arsch machen. Ist mir scheißegal. Es sollte ja auch eigentlich nur ein kleiner Gag werden. Die Bloodhound Gang sollte nur so tun, als würde sie randalieren. Nur so ein bisschen mit dem Kissen schmeißen und so. Aber wie kleine Kinder musste auch die verantwortliche Redaktion lernen. Feuer, Wasser, Schere, Licht sind für diese Rocker nicht. Der kleine Gag endet dann mit einem riesen Feuerwehreinsatz und hohem Sachschaden. Das musste natürlich gefeiert werden. Prost. Jawohl, auf 16 Jahre Dauerskandal. Gegründet wurde die Band Anfang der 90er eigentlich als Depeche Mode Coverband. Weil ihr Lifestyle aber schon immer eher Rock'n'Roll war, änderten sie ihre Richtung und brachten einen nicht jugendfreien Song nach dem anderen raus. Aber nicht nur ihre Texte, auch ihre Auftritte sind meistens erst ab 18. Would you fuck me for blow? Okay. Evil Jared ist so ein bisschen der Exhibitionist, wenn man das mal so entspannt sagen kann. Ja, das kann man. Und er lässt sich bei seinen FKK-Attacken auch durch niemanden stören. Ist aber auf Farm hier. Und alle freut's. Er kann sich ausleben, Raab kriegt eine Quote und der Rest hat was zu gucken. Aber eine gute Figur hat er. Ich glaube, jemand, der so oft an seinem eigenen Schniepel rumspielen muss, der muss doch irgendwelche Komplexe haben, oder? Sie spielen natürlich auch ein bisschen damit, es wird auf der einen Seite von ihnen erwartet, so zu sein, aber ich glaube, sie sind es auch. Ja, normal ist anders. Und besonders er hier, Evil Jared, sollte dringend mal auf einen Gendefekt untersucht werden. Oder wie sonst kann man bei so einem Lebenswandel so aussehen? Wir verfolgen das mal weiter. Denn da die Jungs sich auch weiterhin nichts sagen lassen werden, freuen wir uns schon auf ihren nächsten Skandale. Das waren sie, die 10 verrücktesten Skandalbands. Und ich bin mir sicher, dass die Bloodhound Gang ihre Spitzenposition noch mehrfach bestätigen wird. Ich wünsche Ihnen noch einen skandalfreien Restabend. Und wenn nicht, viel Spaß dabei. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, tschüss, machen Sie es gut.